بل بالادب تنال اعلى الرتب فعش حياه العلماء واقرا صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شرّ الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Das ist unsere 31 حلقه زيتسون ان ذا sitzung in der Al Aqida uh, wir haben über die Strömungen geredet viele Strömungen es gibt viele großen Strömungen das sind die Schulen Das ist, wir haben die, die scholastische Schule, wir haben die sophistische, also die, die Sophia, die mystische Schule, wir haben die philosophische Schule, wir haben die Schule von Al-Sunnah. Es gibt auch eine andere Schule, das ist die Schule von die Übertreiber von al Rawafid von Schia, Shia, wie Ismailiten, wie Das ist auch eine Schule. Das ist Al-Farq das al-Ba'tiniya, heißt das. Wir haben die große, die große Strömung, die Al-Umma beeinflusst hat, äh, war die scholastische Schule. Die scholastische Schule, die hat viele, viele, äh, viele Gruppierungen wie Al-Mu'tazila, wie Al-Shā'ira, wie Al-Maturidi. Das sind die großen äh, Gruppierungen, die bis jetzt großen Einfluss haben und sie hatten früher auch einen großen Einfluss. Äh, wir reden heute über al-madhhab al-ashari. madhhab al-ashari, das ist ein Madhab, der hat die Umma beherrscht. Das ist ein großer Teil von der Umma die Ash'ari. Und äh, du findest, dass äh, es gibt eine Beziehung zwischen al-madhhab von al-fiqh und al gibt. es gibt ein beziehung zwischen المذهب الفقهي ولا العقيده und äh, eigentlich soll das gar nicht sein weil الفقه hat nicht zu tun mit العقيده und du findest das auch die vier großen imame von al Imam fiqh malik abu hanifa shafi'i ahmed sie haben dieselben im allgemein haben dieselben عقيده Und äh, Al-Fiqh ist unterschiedlich. Aber du findest, dass, äh, jetzt, du findest, dass al al die meisten von den al Madhab al-Hanafi die sind mehr Aber du findest auch Gelehrten in den al Madhab al-Hanafi, die sind äh, von Al-Sunnah, wie äh, Ibn Abi al al-Izz al-Hanafi. Äh, und du findest auch al Imam al-Tahawi. Aber du findest, die meisten sind äh, die Gelehrten von den al Madhab al-Hanafi auch in dieser Zeit. زيد الماتوريديه فين فين دو اوخ الاشاعره المذهب الشافعي دو فين في من الاشاعره زين شافعيه وند اه, المذهب المالكي اوخ فين في الكلاغ من المذهب المالكي زين الاشاعره اوخ فين اوخ اهل السنه دو فين اوخ ان المذهب الشافعي اهل السنه دي از غاب اين بيت سيونغ المذهب الفقهي والمذهب العقدي الاشاعره ديشتامن فون أبو الحسن الأشعري ديزا بيزو أبو الحسن الأشعري تتسيس ليب تتسفيسن 260 و 324 نخ الهجرة أزو إسن البصرة ليب تتسيسن البصرة صار بزاغن أبو الحسن الأشعري البصري وند Und... وند ليبت أوخين بغداد إن العراق Die Zeit von äh, Abu'l-Hassan äh, al-Ash'ari das war die Zeit von al abbasia Und das war eine Zeit der Schwäche von der khilaf al Abbasiya Es gibt eine Beziehung zwischen Al-Aqidah zwischen, äh, und den Ideen und auch die Lage von der Ummah. Du ein eine Idee kann die Ummah beherrschen, und ihre, ihre Tat, ihre Vorstellung, ihre Gedanken beeinflussen. Also, der madhab al-Ash'ari, der hat angefangen mit Abu'l-Hassan al-Ash'ari. Deshalb wir, wir müssen wir diese Persönlichkeit studieren, auch die Zeit, wo er gelebt hat. Also, zwischen 260 und 324 in der Khilaf al-Abbasia. Khilaf al-Abbasia, die war die war schwach in dieser Zeit. Die war schwach und es gab auch viele Revolutionen. Davon das Auftauchen von dieser, von Al-Qaramita, dieser Übertreiber von Shia, 278. Und auch die haben Al-Maghrib und Ägypten erobert. Die haben auch Mekka erobert. Also, das ist die Zeit, wo Abu Hassan al-Ash'ari gelebt hat. Also, das war eine Zeit der Unruhe und, äh, und viele viele Ereignisse in dieser Zeit. Aber die wissenschaftliche Zeit, also die Gelehrten, die in der Zeit von al-Ash'ari gelebt haben, haben viele gelernt. Also, du findest manchmal, dass. Die Lage von der Ummah, es gibt viele politische Lage, wo viele Unruhen gibt. Aber wenn du siehst die wissenschaftliche Lage, du findest in dieser Zeit viele gelernt. Viele gelernt. Also von Zeit von der Ash'ari, 260 bis 325, es gab es viele Unruhen. Aber im wissenschaftlichen Lager, du findest viel Große gelernt. Du findest der ibn Ali Zahiri, das ist der Gründer. Von Al-Madhab al, al von Al-Fiqh, der ist gestorben, 270. Du findest einen Schüler von Imam al-Shafi'i, Al-Rabi' bin Sulaiman, Das ist ein Schüler von al Imam al-Shafi'i, der lebte in Ägypten. Er starb, 270. Du findest den Inhaber von Al-Sunan, Ibn Majah. Er starb, 273. Du findest einen äh, Freund von Imam Ahmed, Abu Bakr al-Marwazi, der war auch in dieser Zeit von, von Al-Ash'ari, er starb 275. Du findest Abu daoud der Inhaber von Sunnen, Sijistani, der ist auch ein, ein Schüler von Imam Ahmed, der starb 275. Du findest einen großen Khatib von al al-Sunnah, und ein großer Gelehrter, das ist Ibn Qutayb, den Abdullah bin Muslim. das Er lebt in Bagdad, starb 276. Du findest Imam Tirmidi, äh, der Inhaber von Sunnen, starb 279. Du findest äh, Imam Ad Darimi, Ismail ibn Sa'id, Darimi, Ad -Darimi äh, ist auch bekannt, Sunnen Darimi, das ist auch, äh, starb 82. Du findest äh, einen Schüler von Ibn Ahmed, Ibrahim al-Harbi, auch war in dieser Zeit, starb 285. Du findest der Sohn von Ibn Ahmed, äh, Abdullah, Ibn imam Ahmed, er starb 290. Du findest Al-Muhaddith äh, Muhammad al-Nasr, Al-Marwazi starb 294. Du findest ein also die, die meisten. إنها بفون فون السنن المحدثون وان دي تسعيس أزو النساء طاب 303 دو الإمام الطبري دا المفسر دا دو هوس تفسير الطبري أزو الإمام الطبري دا دي هيستوريكال فقيه المحدث شطاب دغاي هون دو الإمام ابن خزيمة تسيس دا غوس إمام محمد بن إسحاق

von Mystik von den Mystiker wie al-Junayd al-Qasim bikzabi kan al-Junayd das ist ein großer Führer von von uh, Mystiker du findest al-Hallaj 309, gestorben das ist auch ein du findest auch ein eine äh, Name von Shia al-Kulayni al autor von Buch الكافي الكافي باي في البخاري أهل السنة du findest das erlebst auch in der Zeit von von uh, von Al-Ash'ari du findest auch ein Scholastiker Al-Maturidi Muhammad Und in dieser Zeit waren die Gelehrten von Al-Hanabila, die hatten eine große Macht. Weil bevor dieser Zeit von, von, von Al-Ash'ari, es gab diese Fitne von Al-Koran, wo al eine, haben die, die, die Umma beherrscht Und es gab die Söhne von Harun al-Rashid, al-Ma'mun und und al-Mu'tasim und al-Wathiq und, und sie haben die Gelehrten und al-Sunna in in Bagdad und im Irak und überall al geprüft ob der Koran erschaffen wurde oder nicht. Das also, Mu'tazila, der hat die Spitze dieser Zeit äh, erreicht. Und du weißt, dass al-Ash'ari, der war ein Schüler von Abu Ali al-Jubba'i, war ein Führer von den Mu'tazila. Das war sein äh, Stiefvater. Und äh, der Zeit von Imam Ahmed, also Imam Ahmed kennt die Geschichte, er war, hat eine große Standhaftigkeit gezeigt gegenüber Al-Mu'tazila und auch was Al-Khulafa in dieser Zeit verlangt haben. Imam Ahmed, der war sehr sehr standhaft und äh, danach kam Al-Mutawakkil, der hat eine Erleichterung für Sünde gegeben. Da hat der Imam Ahmed äh, richtig äh, gelobt und es war eine große Erleichterung. In dieser Zeit, die Mu'tazila, die wurden gebrochen. Und äh, danach, haben diese Zeit jetzt von, 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 von Al-Ash'ari, die al -Al -Al Hanabila und Al-Sunnah, die hatten eine große Macht in Bagdad. Deshalb, äh, wir reden über, diese, wie Al-Ash'ari sein Medhab bei den Mu'tazili, die Gelehrten sagen, er, er lebte 40 Jahre in al Al-Mu'tazili. Also, man kann sagen, was hat diese geschichtliche Sache mit unserer Lage? Also, was hat diese geschichtliche Lage mit unserer Lage jetzt, wo wir leben jetzt? Was hat Al-Aqida und das, was wir erzählen jetzt, mit unserer Lage? Diese Sachen haben eine große Beziehung zu unserer Lage, weil. Der al Madhab al-Ash'ari von Abu -Hassan al hassan al-Ash'ari wurde entwickelt und wurde für mich mit dem Tassawwuf, mit dem Mystisch und es wurden viele Sachen geändert, wie die Bedeutung von Al-Ilah, wie die Namen, Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala, diese Bild, also diese, diese Vorstellung über Al-Ilah, diese Al-Aqidah über Al-Ilah, was wir anbeten, wurde verändert, nicht nur durch al Madhab al-Ash'ari, sondern auch Al-Mu'tazila und uh, Diese Heirat zwischen die Scholastika und Sophia uh, und, uh, und hat auch eine große Rolle gespielt in der Geschichte. Und auch diese Ehe zwischen Rawawat, Schia, und Al-Mu'tazila, weil Aqidah von Al-Rawafid ist von der Schia geworden. Und wir uh, werden erklären, was, was hat das in der Lage, richtig gemacht, weil im siebten äh, im Jahrhundert, 8, 8. Jahrhundert, also 13, äh, 13 Jahrhundert nach Christus, Al-Ummah hat einen großen Schlag bekommen äh, von Osten, von Mongolen. Die Mongolen haben Al-Ummah erobert. Es gab in dieser Zeit, wo die Muslime gehört haben, dass die Mongolen, bei die erobern wollen, dass sie unterwegs sind, viele Leute haben gesagt, wir gehen in die Moschee und wir lesen Sahih al-Bukhari. Also du findest, dass äh, viele Vorstellungen wie der aqaid von, von Mystika, er hat, hat, äh, hat, hat viel gespielt in dieser in diese Zeit. Und dann kamen die äh, die Mongolen und die kamen rein in die Moschee und haben Sahih al-Bukhari mit ihren Füßen getreten. Und von Westen gab es auch andere äh, Angriffe von, von Kreuzfahrern und auch in Andalusien. Andalusien hatte auch Schwierigkeiten in dieser Zeit, also im siebten, achten Jahrhundert. Das ist nach Al-Ashari, nachdem diese Methode diese von Al-Ashari geändert wurde. Also in Andalusien, die Muslime hatten dort auch große Schwierigkeiten, große Spaltungen. Und du findest, dass in diese großen Ereignisse die Ummah, sie. sie Sie kehrt zurück zu sich selbst. Also, das ist, also, die menschliche Seele ist genau wie, wie, wie die Bewegung von, von Gemeinschaften, Gesellschaften. Wenn die Seele einen Schlag bekommt, sie versucht, sich zurückzuziehen. Ja? Also, sie, sie geht in, in sich selbst rein. Und so ist halt immer passiert. Nach dieser, also nach, nach diesem 7. achten 8. Jahrhundert. Und dies, alles diese Entwicklungen haben zu tun mit, mit dieser Lage, mit diesen Spaltungen, mit diesen Erneuerungen. Mit dieser, das, die spielen eine große Rolle in, in der Umma. Also diese Persönlichkeit von Al-Ashari, wir werden das studieren. Das ist sehr wichtig. Dieser Name ist sehr wichtig. Weil Al-Ashari von jetzt, die haben nichts zu tun mit Al-Ashari.

Und äh, viele Gelehrten, die haben ihm sehr gelobt für, für diesen Stamm. Das ist ein, ein Sohn. Die Familie von Abu al-Ashari, sie war in al Basra in Al-Iraq. Und sie lebte dort. Und der Vater von äh, Abu Hassan Al-Ashari, er starb, als Al-Ashari klein war. Als Abu Hassan Al-Ashari klein war. Und äh, er hat, er, er hat einen Freund von ihm, ein Gelehrter, er hat ihn beauftragt, Al-Ash'ari zu lernen. Also, Al-Ash'ari am Anfang, er hat wirklich Hadith gelernt, und als er klein war. Aber die Mutter von ihm, sie hat äh, Abu Ali al geheiratet. Das war ein Führer von Al-Mu'tazila. Und er lebte äh, mit ihm. Und äh, wie die Gelehrten sagen, 40 Jahre war er Mu'tazili. Und äh, er, ist, er, er hat Al-Madhab al-Mu'tazili gelassen. Die Gelehrten sind verschiedene Meinungen, warum Al-Ash'ari Al-Madhab al-Mu'tazili verlassen hat. Also, äh, es gibt viele, viele Aussagen, aber die richtige Aussage ist, dass äh, Abu Hassan al-Ash'ari viel Wissen geeignet hat über sich selbst äh, erzählt dass er hat immer seinen Sheikh gefragt, Abu Ali Al-Jubai. Es gab viele Diskussionen zwischen den beiden. Und eines, eines Tages, Nacht, er stand auf, hat zwei Raka gebetet, hat Allah subhanahu wa ta'ala hat viel Du'a gemacht, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Weg gezeigt hat. Er sagt, er hat den Prophet sallallahu alaihi wa gesehen. Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte zu ihm, Ali, ich habe die Sünne, die Folge so also das war ein Grund. Aber manche andere Gelehrten sagen, dass diese Debatten zwischen ihm und Abu Ali al die haben ihn wirklich von Medhab al-Mu'tazili entfernt. ist raus in die Moschee an einem Freitag und er hat, also er, er zog sich zurück 15 Tage, dann kam er raus in der Moschee am Freitag, er sagt zu den Leuten, wer kennt mich, er kennt mich. Und wer mich nicht kennt, ich bin Abu al al-Ash'ari. Und ich bin frei von dem Madhab al-Mu'tazili. Und dann er äh, schrieb viele Bücher davon. Das letzte Buch von ihm hat ein Buch geschrieben, heißt Al-Ibana. Al-Ibana, das ist das letzte Buch von ihm. Äh, er sagt, dass ich folge al Aqida von Imam Ahmed also er hat gesagt ich hat Imam Ahmed hat gesagt ich folge der Aqidah von Imam Ahmed aber die die von jetzt die sagen dass das Buch von Ibane, da war nicht das letzte und das ist falsch so. also Ibane war das letzte weil in der er erklärt dass er der Sunna folgt weil wir reden über seine Aqidah in Bezug auf den Koran in Bezug auf äh, Imam in Bezug auf Nameneigenschaften äh, und in Bezug auf anderen Themen. Äh, deshalb, Al-Imam -Al Abu hassan al-Ash'ari, er ist raus von Madhab al-Mu'tazila, aber die Frage ist, war er direkt zu, äh, ist reingetreten zum Madhab von Al-Sunnah oder gab es eine Zwischenstation? Deshalb, es gibt viele Aussagen. Also die, die richtige Aussage von der dass Abu hassan al-Ash'ari nachdem er al mutazili verlassen hat, er hat viele Aussagen von Ibn Kullab angenommen. Uh, und danach er hat Madhab von al angenommen. Aber das Problem ist, dass wenn er schreibt, er schreibt ausführlich über المذهب المعتزلي كانت المذهب المعتزلي اش خايب ابا ديتاي ابا العقيدة فون ابي علي الجبائي ابا ابا دستي العقيدة فون زين زون أزو ابو هاشم الجبائي اش خايبت ابا العقائد فون دي فيغا فون المعتزلة زي اوس فيغلش بل اكنت المذهب المعتزلي مت فاين ابا من اش خايبت ابا المذهب المذ اهل السنة اش خايبت امفصن اش خايب قليلات Er hat äh, sich zu Al-Madhab al-Sunni hinzugefügt, obwohl er ein umfassendes Wissen über, über Al-Madhab von Al-Sunna hat. Das ist sehr wichtig. Dieser Punkt ist sehr wichtig. Also, er, also, das heißt Al-Intisab. Er fügt sich hinzu zu Al-Madhab al-Sunna, weil er erklärt, dass ich gehöre zu äh, Al-Imam Ahmed. Was Al-Imam Ahmed sagt, sage ich und nehme ich an. Das bedeutet, dass Al-Intisab heißt das. Dass ich, ich füge mich zu diesem Madhab hinzu. Aber ob ich wirklich die Detail von diesem Madhab kenne und habe, das ist eine andere Frage. Deshalb, Abul Hasan Al-Ash'ari hat kein Detail zu wissen über Madhab Al-Sunnah. Ja, aber sein letztes Buch, also wenn wir darüber reden, Al-Ibana, er hat viele Sachen äh festgestellt, was er Sunna festgestellt haben. Und Al-Ash'ari von jetzt, sie, sie verleugnen das. Das werden wir sehen, als wir über Al-Aqida von Abu Hassan Al-Ash'ari äh, erklären. Deshalb, Al-Madhab Al-Ash'ari hatte drei Etappen. Das haben wir letztes Mal gesagt. Drei Etappen bis diese Etappe von jetzt. Diese Etappe von jetzt, Al-Madhab Al-Ash'ari ist ist gemisch mit mit dem tasawuf also du findst überall wo المذهب الاشعري ist du findst eine wie eine art e zwischen المذهب الاشعري والمذهب التصوف يبقى und auch المذهب الماتريدي ومذهب التصوف also wenn wir über über العقيده von von الحسن الاشعري Äh, reden. al-Ash'ari er stellt fest, dass der Koran ist Allahs Aussage, nicht erschaffen. Und hat viele Beweise aufgeführt. Also bedeutet er sagt, dass der Koran ist Allahs Wort, nicht erschaffen. Und das ist Aussage von von Ahl von, von sunnah und, Hochheit, Allah, und Alors, also, als auf, von in Bezug auf die Hoheit des Allah subhanahu wa ta'ala Rahmanu ala al-Arshi al also Imam Abu al Hasan al-Ash'ari er stellt fest die von Al-Siwa. und was die Aschaere von jetzt verleugnen Al-Ulu, Al-Ulu und er hat das in seinem Buch Al-Ibana deutlich äh, äh, festgestellt. Also, äh, الصفات, äh, hat viele viele Sifat fest, festgestellt. Alle Ahadith äh mit dem Nuzul, des Allah subhanahu wa ta'ala kommt runter zum ersten Himmel im Drittel von der Nacht. Äh, also Abu Hassan al-Ash'ari, er hat alle diese all Sifat. Diese hat er festgestellt, dass äh, auch Sifat al-Khabariya, Gesicht, Hände, Augen, also immer Mabul Hasan al-Ash'ari stimmt überein mit Al-Sunnah. Auch äh, die Eigenschaft, dass, 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 dass Al-Mu'min, er sieht seinen Herr, äh, Allah subhanahu wa ta'ala, also Al-Mu'min sieht seinen Herr, er hat das festgestellt. Und äh,

Und die Taten gehören nicht an Iman. Aber wenn man liest das Buch von Abu Hasan al-Ash'ari, Luma, viele Gelehrten sagen, Luma war vor Iban. Abul Hasan al-Ash'ari sagt, in Luma, dass Iman ist das Tazdiq, ist die Überzeugung, nur die Überzeugung. Genau wie die Aussage von Al-Murji'a. Deshalb, die Gelehrten, die stellten fest, dass Iban sein Letztbuch ist. Deshalb, er sagt, der Iman ist Aussage und Tat, und das übereinstimmt, stimmt überein mit der Aussage von El Sunnah und Aber die Erscheine von jetzt sie leugnen das. Und die sagen, der Iman ist At-Tasdiq. Äh, nächstes Mal, insha'Allah, wir werden und auch über die, die anderen Themen von al Aqidah, für Sprache, Al-Haud, äh, Sirat, Sahaba, Imam, alle, alle Aussagen von ihm stimmen mit der Aussage von Al-Sunnah überein. Deshalb das Buch von ihm, das letzte Buch von ihm, das stimmt überein mit der Aussage von Al-Sunnah. Es gibt viele Etappen in diesem Madhab. Und es gibt viele Namen, die wir nächstes Mal Allah, behandeln. Viele Persönlichkeiten, wie Abu Al-Juwaini, al wie Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. أبو وحامد الغزالي هات يرهات بايل ابو حامد الغزالي, الغزالي اس اين شولر ابو معالي الجويني اس اشعري وند الز الغزالي المذهب الصوفي انجنو من هات تسوى ديزا تايد فو ديزا تسوى اين ايز فيشن المذهب الصوفي من الاشاعر هات المذهب الاشعري غيشي فبرايت المذهب الاشعري فانيش المغرب غاني المغرب المغرب هاد تقاني تتون من المذهب الأشعري طبعا جاء من عقيده من أهل السنة وحل دان دي شولة عزو منشة منشة دي هابن المشرق بزوخت ودي دي هابن أبو حامد الغزالي بزوخت من إم بيسن جنوم من دي المذهب الأشعري إن المغرب أين أبو حامد الغزالي هو أن غوص من المذهب الأشعري ضل دي لتس بيزوليشكاية إس الرازي الرازي دا سيست لتس بيزوليشكاية والعقيدة من الأشاعرة زي إسيت أزو دي زي ليفل أن واس أبو واس الرازي فاستكشلت هات دا سيست واس الأشاعرة Äh, glauben. Also, nächstes Mal wir werden diese Persönlichkeiten über diese Persönlichkeiten reden. Und danach reden wir über, was ist entstanden Stand jetzt? Was ist der Endstand von Al-Madhab äh, Al-Ashari und dieser Tesewusch, dieser Ehe zwischen Al-Asharira und äh, Sophia? Das ist unsere Halakha für heute. Das ist unsere Halakha. ان شاء الله مال <سؤال> في فايتا ابن سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته